Oh, diese furchtbare Nacht. Es ist Ihre Frau, Pater. Sie ist verletzt. Annie? Sie wurde angefahren und gegen einen Baum gequetscht. Ich verstehe nicht. Solange sie gegen den Baum gequetscht wird, wird sie noch leben. Ich verstehe immer noch nicht. Das hier ist Ihre Frau. Sie hat sich ihr Würstchen gebrochen. Passen Sie auf, was mit dem Taco passiert. Hören Sie, ich verstehe dieses medizinische Fachchinesisch nicht. Ich will zu Annie. Sie ist in zwei Teile zerbrochen. Sie meinen, sie ist längst durchgebrochen? Nein, quer. Das bedeutet, ich unterhalte mich jetzt zum letzten Mal mit ihrer oberen Hälfte? Ja. Sie wird jetzt nur noch von dem Wagen und dem Baum zusammengehalten. Wenn das hier die untere Hälfte meiner Frau wäre, könnte ich dann da noch ein paar Minuten reinlunzen? Ich verstehe nicht genau, was Sie meinen. Ich mach's Ihnen vor. Tom, gehen Sie zu ihr. Tom, könntest du mich nach Hause bringen? Hey, Baby. Tom. Wie läuft's so? Ich werde gleich sterben. Nein, sag sowas nicht. Der Wagen hat dich kaum berührt, Schatz. Tom, küss mich ein allerletztes Mal. Versprich mir, dass du nie wieder heiratest. Ich verspreche es dir. Und dass du nie wieder Sex hast. Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Kein Sex. Schatz, du sprichst sehr undeutlich. Deine Verletzungen müssen doch sehr schwer sein. Kein Sex. Oh, grausames Schicksal. Geheimnis und woben bleiben die letzten Worte meiner Frau. Kein Sex! Arme Annie, der Tod kam zu früh. Wir werden sie wahnsinnig vermissen. Oh, Herrgott. Schon gut, Schatz, geh hinein in das Licht. Hör zu! Richte George aus, er soll sein Ding durchziehen. Okay, sein Ding durchziehen. Natürlich, das hast du jetzt verstanden. Annie! Tut mir echt leid, Dude. Nenn mich nicht Dude. Ich bin kein Kiffer mehr. Seit... Auf Wiedersehen, Tom.